Hi, ich bin Froni und das sind meine Wuffs, Hamlet und Barney. Heute mal ein ganz schnelles, praktisches Erklärvideo. Und zwar geht's um dieses Schnürchen hier. Die Kenner wissen schon Bescheid. Es ist eine Moxon-Leine. Was ist eine Moxon-Leine? Wozu brauche ich die? Also Moxon-Leine ist super im Dummy-Training und überall, wo der Hund nackt arbeiten soll. Das heißt, dass der Hund durchs Gelände geht, durchs Gebüsch geht und sich da möglichst nirgendwo verhängen soll. Deswegen hat er kein Halsband, hat überhaupt gar nichts an. Jagdhunde, bei der Dummy-Arbeit ist es so. Das heißt, ich kann den Hund schnell und leise vor allem auch an- und ableinen. Und der Hund braucht dazu keine Halsung zu tragen, sondern ist quasi, ja, nackt. Die Moxon-Leine besteht aus nur einer Schnur, also an einem Stück. Sie ist Halsband und Leine in einem. Und ihr seht schon hier, wir haben hier so einen Zugstopp. Der ist wahnsinnig wichtig, damit der Hund sich nicht verletzen kann. Also man sieht es doch immer wieder, dass die Leute so endlos Würger haben, was einfach wahnsinnig gefährlich ist. Also da haben wir diesen Stopp hier nicht. Nehmen wir an, der Hund rennt irgendwie weg, hat die Halsung noch dran, bleibt irgendwo hängen und dann zieht sich das zu. Das ist einfach super gefährlich und das sollte nicht sein. Also eine mit Zugstopp ist wichtig. Und noch wichtiger ist, dass wir dieses Ding auch richtig einsetzen. Zum einen, wie stelle ich die Moxon-Leine ein? Also dieser Zugstopp, der lässt sich ja verschieben. Verschiedene Größen sind hier einstellbar. Wichtig ist, je nachdem, wozu ihr sie nutzen wollt. Also es ist durchaus ein Erziehungswerkzeug, wo ich den Hund auch damit korrigieren kann. Bitte natürlich richtig eingesetzt und in einem richtigen Maß. Und dazu sollte die Moxon-Leine natürlich nicht direkt hier am Stopp enden, weil sonst habe ich nichts anderes als wirklich nur einen Strick um den Hals und eine Leine. Also hier darf schon ein bisschen ein Impuls am Hundehals gesetzt werden. So, ich zeige euch das jetzt mal. Also mein Beinchen ist jetzt mal der Hundehals. Wir ziehen uns das mal an. Das heißt, also ich sollte schon die Möglichkeit haben, hier einen Impuls zu setzen. Ne? So, also ich darf mal so zuppeln, nenne ich es jetzt. Ja, wir machen bitte keinen. Ich erwürge meinen Hund fast Leinenruck, sondern ich nenne es mal so zubbeln. Aber so kann ich guten Impuls geben. Und ihr seht, der Zugstopp ist natürlich ein bisschen weiter innen. Ja, er ist eine Versicherung, aber es nützt jetzt nichts, wenn hier, ne, ich auf den Stopp aufschlage, dann kann ich einfach diesen Impuls nicht geben. Ja, also es sollte schon so von der Einstellung her sein. Was ist noch total wichtig, wenn ihr eurem Hund die Moxon-Leine anzieht? Diese schöne Öse sollte immer nach unten zeigen. Das ist wahnsinnig wichtig. Ja, weil nämlich, was ich ja will, ist, dass ich beim Impuls geben die Moxon-Leine am Hals immer sofort wieder löst. Das ist ultra wichtig. Also ich imitiere quasi eine nicht vorhandene Leine. Also die Leine sollte so angelegt sein, dass der Hund denkt, er hätte gar keine Leine dran. Und jetzt kommen wir auch noch zu einem wichtigen Punkt. Und zwar nutze ich die Moxon-Leine wirklich nicht, wenn der Hund noch nicht Fuß laufen kann. Das ist der springende Punkt. In erster Linie ist das wirklich eine Fußlaufversicherung. Das heißt, ich bringe meinem Hund Fußlaufen bei. Er soll das ohne Leine können. Und dann kann ich die Moxon ranpacken. Und die Moxon ist quasi, wenn der Hund locker Fuß läuft, auch immer locker. Das heißt, die hängt wirklich so am Hals, der Hund spürt die gar nicht. Ich habe aber die Möglichkeit, futsch, trotzdem einen Impuls zu geben. Und dazu ist es wichtig, dass die Leine sich immer wieder von selber öffnet. Und das schaffe ich nur, indem die Öse nach unten hängt. Das heißt, wenn ich dann hier so einen Impuls gebe, geht die Moxon-Leine immer wieder von selber auf, öffnet sich und die Leine ist quasi für den Hund fast nicht mehr spürbar. Ganz wichtig, mache ich es nämlich andersrum und die Öse zeigt nach oben, kann mir passieren, dass es nicht aufgeht, sondern dann tatsächlich richtig zumacht am Hundehals, fest ist. Das will ich nicht. Ne? Deswegen ganz wichtig, und das machen so viele falsch, Öse nach unten,
dass sich das immer wieder von selber öffnen kann, lösen kann und das immer offen und quasi für den Hund nicht vorhanden ist am Hundehals. Das heißt, wir brauchen auch unbedingt so eine Öse, die hier locker ist, offen ist, um auch wirklich diesen Effekt erzielen zu können. Es gibt viele andere Moxonleinen, zum Beispiel sowas hier. Ich liebe sie sehr, sie ist total cool und sie ist auch eine tolle Alltagsleine, aber sie ist eben jetzt nicht die Moxonleine, die man zu dem Zweck nutzen könnte, den ich jetzt gerade erklärt habe, weil sie nämlich hier nicht flexibel ist. Ne? Also ich muss ein bisschen Kraft aufwenden, um dieses Element hier zu verschieben. Merkt ihr? Das heißt, wenn ich jetzt hier einen Impuls gebe, zuck, und hier dran ziehe, dann macht das sofort zu und es geht von selber nicht mehr auf. Und das ist eigentlich nicht das, was ich brauche. Das heißt hier, ich nutze die wirklich einfach so, das ist ganz normaler Halsumfang von Hamlet. Also ich nutze das hier jetzt nur als Alltagsmittel, Leine und Halsband in einem. Aber hiermit kann ich keine Impulse an den Hundehals senden, nennen wir es vielleicht mal so. Weil das hier von selber nicht mehr aufgeht und dann ist es super unangenehm für den Hund. Bitte, bitte, bitte die Leine nie dauerhaft auf Spannung haben, die Moxonleine. Zum einen, weil sie sehr dünn ist. Das ist dem geschuldet, weil sie natürlich, wenn der Hund in der Arbeit ist, schnell wegsteckbar sein soll. Deswegen ist die so dünn und so schmal. Ne? Ich kann die nehmen, habe sie dann sofort weggewurstelt. Aber sie ist natürlich super unangenehm für den Hund am Hundehals. Deswegen, die sollte niemals dauerhaft auf Spannung sein. Das ist einfach nicht gesund und auch nicht gut. Und ich sehe das so oft, dass Hunde tatsächlich mit Endloswürgern die ganze Zeit sich so in die Moxonleine hängen. Und das, da lernt der Hund erstens nichts, dann nutze ich die Moxonleine falsch. Und es ist für den Hund halt auch super unangenehm, einfach wenn sich das so zuwürgt und er dann so in diesem Strick da drin hängt. Also no, 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 bitte nicht. Hamlet, komm hier. Jupp, jupp, jupp. Also hier ist die Öse. Hoi, so lege ich es dem Hund an. Prima, und dann funktioniert das richtig gut. Und ich achte auch immer drauf, dass ich die Leine möglichst nett anziehe und nett wieder ausziehe. Gut, da muss man bei den Cockern jetzt besonders aufpassen, weil die große lange Ohren haben. Aber ihr könnt auch einfach einen Keks nehmen, Leine aufmachen, Keks hier hin. Ups, prima. Oh, imaginärer Keks. Hund durchführen. Und dann passt es wunderbar. Und das ist mir einfach wichtig. Ja. Also, den Hund sich nicht in die Moxhund hängen lassen, den Zugstopp richtig einstellen und vor allem die Moxhund halt auch richtig anlegen.